Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Toonstruck. Ja, in der letzten Folge sind wir hier nicht weitergekommen, weil wir die Sterne da über Fauch aufnehmen wollten. Das habe ich jetzt mehrmals versucht. Die Maus verschwindet immer wieder an der gleichen Stelle. Also irgendwie kommt man da nicht weiter. Ist wahrscheinlich ein Bug, der da drin ist. Jetzt hoffe ich einfach, dass ich das Spiel trotzdem weiterspielen kann und die Sterne nicht brauche, beziehungsweise wenn ich sie brauche, irgendwann. Dass ich vielleicht dann einen Spielstand finde, wo die dann schon drin sind, wo ich da einfach so weiterspielen kann. Jetzt aber erstmal, wir haben hier hinten noch Bilder, die wir uns jetzt angucken. Was hat es mit den ganzen Bildern auf sich? Sie sehen hier die Menschen, die uns in der ganzen Welt am liebsten sind. Unsere zahlenden Kunden. Jedes Gesicht an dieser Wand gehört einem rundum zufriedenen Kunden. Ist das nicht ein glücklicher Haufen? Klar. Ja, zumindest diejenigen, die noch ein Gesicht zum Lächeln haben. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Schau dir nur all diese zufriedenen Kunden an. Ja, aber wir haben ja jemanden, den wir noch besonders kennen, nämlich den hier. Und, wie soll es nicht anders sein, wir haben hier auch gleich eine Telefonnummer. Lila, gelb, gelb, blau, grün, rot, orange, denke ich mal, ist das. Und dann können wir den ja nachher mal anrufen. Aber warum wir eigentlich hier sind, ist ja der Präsentomat. Und wir haben ja jetzt die Redmi-Bohnen. Warten wir noch, bis die fertig sind. Und wir zeigen, dass wir diese Bohnen haben. Ich glaube, diese Whack-Me-Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde bin. Aber ja doch, ja. Bitte, nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. So, gut, dann können wir jetzt benutzen. Und hier zum Präsentomaten. So, man drückt einmal drauf und dann hält man an. Da kriegt man die einzelnen Figuren, das habe ich vorher schon mal getestet. Jetzt lassen wir aber einmal durchlaufen, weil das ist auch eine ganz nette Animation, die man mitkommt. Kein Treffer am Gerät diesmal. Aber wir haben ja immer noch unseren Trostpreistreffer. Da fühlt man sich doch gleich besser. Ja, jetzt holen wir uns noch die anderen Sachen. Jetzt müssen wir wieder warten, bis die Animation fertig ist. Irgendwie wahrscheinlich wegen dieser Animationszeug. Da ist irgendwas schiefgegangen. So. Okay, den Magneten haben wir bekommen. Wir haben einen Gewinner. Sie nehmen diesen herrlichen Whack-Me-Mega-Magneten mit nach Hause. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, leicht zugänglichen An-Ausschalter und mehr Zugkraft als ein durchschnittlicher Landtagskandidat. Wunderbar. Und damit können wir ja nachher die Nadel im Heuhaufen suchen. Jetzt versuchen wir den Hammer zu bekommen. Nein, das war. Verdammt. Die schlechte Nachricht, diesen Preis hat schon jemand gewonnen. Die gute Nachricht, wir stiften einen Ersatzpreis. Juhu! Oh. Okay, doch nicht so gut. Den Hammer wollen wir jetzt holen. Jetzt haben wir den Hammer. Ein Sie, Hammerpreis! mein Freund, sind der glückliche Gewinner des Wackly Ulti Hammers. Mit seiner extra gehärteten Tropenholzoberfläche zweifellos das beste Prügelgerät der Welt. Ja, damit wollen wir doch mal nachher einen Lukas verhauen. Und was? Da gibt's noch einen Handschuh, den holen wir uns auch noch. Allerdings weiß ich noch nicht genau, für was wir den Handschuh gebrauchen Hey, können. gut gemacht! Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Oder zumindest einen Handschuh. Gut, das war's. Und der Mauszeiger ist immer noch da, toll. Dann wollen wir mal die Nadel im Heuhaufen suchen. Das war nämlich das Erste, wo wir hinkommen. So, also das denke ich mal, da können wir den Magneten verwenden.
So einen attraktiven kleinen Magneten, den kann man doch, da kann kein Heuhaufen widerstehen. Wo haben wir einen Magneten? Hier. So, mit dem Heuhaufen. Und da hätten wir schon. Aha. Wie lautet doch das Sprichwort? Es gibt mehr als einen Weg, einen Heuhaufen zu besuchen. Okay, und das setzen wir jetzt in den Butterer ein. War es das hier, wonach ihr gesucht habt? Oh, Sie liebes, süßes Etwas. Sie haben das fehlende Teil vom Butterer gefunden. Sie liebes, süßes Etwas? Meine Güte, ich bin so aufgeregt. Ich habe den ganzen Bauch voller Schmetterlinge. Oh, es kribbelt schon am Euter vor Spannung. Entschuldigen Sie mich kurz, Gentlemen. Oh, ist das pervers. Butter! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oder doch, ich weiß es. Nehmen Sie die ersten beiden Stücke, für jeden eins. Danke. Wir können es gar nicht erwarten, reinzubeißen. Ja, als kleines Kind habe ich die Zweideutigkeit dieser Szene noch nicht ganz verstanden. Jetzt habe ich komische Bilder im Kopf. Ich werde ihn nie mehr aus dem Kopf kriegen. Verdammt, warum muss ich das Spiel nochmal spielen? Gut, weiter geht's. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir die Halskette bekommen können und den Oktopus da im Spielsalon etwas betrügen, wenn wir mich jetzt den Haude Lukas mit unserem Super Hammer bearbeiten. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplecken? Klar, nur zu! Hier ist Ihr Glückshammer! Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hey! Niemand hat nichts davon gesagt, dass Sie Ihr eigenes verfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Außerdem hilft Ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Qualle! Und immer das richtige Werkzeug benutzen, das die Aufgabe erfordert. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, Sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Na, na, na. Immer dran denken, wir sind hier in Niedlingen. Bevor Sie sich Ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn Sie das Ding benutzen wollen, nur zu... Genau das habe ich vor. Erstaunlicherweise hatte dieser Hammer keine durchschlagende Wirkung. Gut, anscheinend bin ich noch zu schwach für den Hammer. Das heißt, wir sollten mal schauen, dass wir stärker werden und ein bisschen in die Muckibude dafür gehen. Allerdings müssen wir da erstmal Clubmitglied werden. Aber jetzt schauen wir erstmal die Telefonnummer, die wir da im Ausweis vom, vom Örtchen Sicherheitsdienst gesehen haben. Und das war Lila. Nein, das ist grün, Entschuldigung. Lila, sagte ich. Lila. Gelb. Gelb. Blau. Und grün. Rot. Und orange. Okay, um 6.30 Uhr wird er zu Hause sein, abends. Das heißt, wir müssten theoretisch die Uhr auf 6.30 Uhr stellen. Allerdings wird das nicht ausreichen. Erstmal um 6.30 Uhr kriege ich normalerweise keine Uhr, sondern eigentlich immer erst zur Vollstunde. Außerdem hat er gesagt, ich brauche eine halbe Stunde, mache da meine Inspektion, um dann nach Hause zurückzukehren. Das heißt, wir stellen die Uhr auf 6 Uhr. 18 Uhr, 100
1800 Zulu-Time. Wie auch immer. So, wir gehen wieder rein. Und erschrecken mal wieder den Elefanten. So, ab zur Uhr. Und gucken mal, dass wir die einigermaßen gestellt bekommen. Wir haben die ja auf 12 Uhr gestellt. Jetzt müssen wir die noch eine genau ums Doppelte verdrehen. Also hier haben wir die. Um 18 Uhr. Nee, das war nochmal. Nee, das klappt noch nicht so ganz, wie ich mir das geplant habe. Achso, nee, ich wollte nicht raus. So, nochmal. Der kleine Zeiger soll auf die 6. Ich hoffe doch mal, das ist der Stundenzeiger. Nein, du sollst in die andere Richtung. Blödes Viech. Komm. Nein, du sollst in die andere Richtung drehen. So, aber jetzt, oder? Nein. Ja, ja, das sieht gut aus. Nein, verdammt, eine Stunde zu früh. Nochmal, okay. Ich habe da auch noch kein System dahinter erkannt. Also immer wenn ich da... Und wie viel geht da? Da geht 12. Und da geht dann immer eine halbe Stunde. Okay. Warum ist... Ich dachte, der geht eine halbe Stunde. Jetzt ist er mehr als eine halbe Stunde. So. Die Uhr zum Laufen gebracht. Wunderbar, jetzt sollte der Sicherheitschef da vom Örtchen Sicherheitsdienst weg sein. Mal gucken. Tatsächlich, und es ist geöffnet. Und jetzt heißt es erstmal, sexy.
Meinst du, es würde jemanden stören, wenn ich mir ein Stück abreiße? Reißen? Das ist ein ausgeklügeltes Stück einer Sportausrüstung! Als nächstes willst du die Schriftrolle der Weisheit vielleicht auch noch mit irgendwas beschmieren. Schriftrolle der Weisheit. Toilettenpapier? Mit Aufdruck? Okay. Spülen für den Sieg. Erstens. Fisch in Fischbehälter platzieren. Das ist die Spüle, Schüssel. Achtung, jetzt wird's spannend. Zweitens. Drittens. Fischbeschleuniger betätigen, um Spülvorgang einzuleiten. Viertens. Auf dem Fisch konzentrieren. Fünftens. Fischbeschleunigung erneut aktivieren, zwecks Rückspülung. Sechstens. Gefangenen Fisch nach Werttabelle punkten. Und hier kommen wir zur offiziellen Fischwertung. Eine Sardine, geh nach Hause, Loser. Ein Hering, naja, was soll's. Eine Scholle, mittelselten. Echt, geht's schon. Und dann haben wir noch den Pustefisch, die Mutter aller Spülfische. Gewonnen. Okay, Spülgriff. Scheint, als sei die Toilette verstopft. Kein Schollenspülen mit einer verstopften Toilette. Keine Chance. Haben wir irgendwas, mit dem wir ihn stopfen könnten? Nein. Okay. Gehen wir wieder raus. Kommen wir hier also gerade nicht weiter. Aber ich weiß... Ich weiß, was ich mit der Butter mache. Da habe ich mich schon die ganze Zeit eine Idee gehabt. Eins, als du jämmerlicher Wurm vorzogst. Damit meint er die Katze. So, wir nehmen ein bisschen Butter und verteilen die auf dem Pferd. Fast alles geht besser mit Butter. Fast alles, auch Sportübungen. So, Jim? Hallo, Jim, alter Kumpel. Ihr müsst's mich verwechseln. Ich bin weder alt noch ein Bergmann. Ja, okay, mein Gott, da bist du halt kein Bergmann. Aber du könntest mir ja trotzdem mal deine Turnübung zeigen. Teufel auch, ihre Übung da sieht aber reichlich gefährlich aus. Also wenn ich das machen müsste, ich hätte Angst, mir den Hals zu brechen. Aber sie haben ja keinen, also brauchen sie sich da auch keine Sorgen zu machen. Es ist für mich völlig ungefährlich. Ich halte meine Ausrüstung in Dopeform. So wie mein Body. In diesem Falle, wenn es keine Mühe macht. Also ich würde diese Übung gerne nochmal sehen. Einverstanden, ihr Ziergelanden. Ich führe sie euch noch einmal vor, damit ihr seht, was ihr niemals erreichen werdet. Achtung, Damen und Herren, heute der dreifache Jim aus Jim's Gym mit Butter. Applaus, meine Damen und Herren. Oh, müssen's schon fort? Kommen Sie mal wieder rein, wenn Sie weniger Zeit haben. So, und jetzt holen wir uns Muskeln aus Stahl. Yeah, sexy. Und wie fühlt es sich an, körperlich in spitzenmäßiger Spitzenform zu sein? Hast du mal ein Aspirin da? Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir jetzt den Lukas verprügeln können. Oh. Irgendwas haben die mit unserer sexy Kuh getan. Da war die doch so schön und mal gucken, was jetzt... Jetzt müssen wir erstmal einen kleinen Abstecher machen. Beziehungsweise, naja, ich glaube, wir gucken erst in der nächsten Folge an, was aus der Scheune geworden ist. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns bald wieder.